Hallo und herzlich willkommen bei Drexplosiv, Ihrer Lieblingsnachrichtensendung auf Ihrem Lieblingssender RTL. Heute ein kleiner Report über die Gamescom, beziehungsweise vielmehr über die Besucher dieser Veranstaltung. Wie Sie ja bestimmt schon gehört haben, sind dies überwiegend jüngere Leute, die Computerspiele spielen. Ich gebe weiter an Dietmar Dummschwätz, der einen Besucher der Gamescom interviewt. Das ist Herbert. Herbert ist 27 Jahre alt und bezieht schon jetzt Hartz IV. Wie viele Hartz IV-Empfänger ist auch er von der Sucht der Computerspiele betroffen. Dass er ein Zocker ist, erkennt man ganz einfach daran, dass er streng riecht, keine Ahnung hat, was man mit Duschgel macht, keine Freunde hat, die ihn anrufen würden, um gemeinsam etwas zu unternehmen, und dass er Bindungsängste gegenüber Frauen hat. Kurz gesagt, dass er ein widerlicher Computernerd ist. Dennoch sind wir von RTL so tierlieb und interviewen Herbert, der stellvertretend für alle Zocker steht. Hallo Herbert, wir stellen dir nun ein paar Fragen, die du nach deinem Ermessen beantworten sollst. Erste Frage, spielst du Computerspiele? Ja, also manchmal da spiele ich so Computerspiele. Also so hier, ich kann das mal zeigen, so hier, das so Call of Duty. So, da muss man so. Kaputt, alles kaputt. Ich sehe sie. So, tot und so. Zweite Frage. Wie lange spielst du am Tag? Wie lange spiele ich am Tag? Ja, das weiß ich doch gar nicht. Also, ich mache eigentlich ausschließlich nichts anderes, weil, warum soll man denn auch was anderes machen, wie Computerspiele zu spielen? Weil, es gibt doch im Grunde genommen nichts Besseres. Also, ich muss hier mal eben, weil die müssen alle sterben. Und das sind alles meine Feinde. Und also im Grunde genommen so ungefähr, so 24 Stunden pro Tag ungefähr. Ja, okay, sagen wir 23, weil ungefähr eine Stunde schlafe ich dann doch noch. Ja. Dritte Frage. Hast du einen Job oder bemühst du dich um einen? Naja, im Grunde genommen habe ich einen Job. Ich bin Vollzeit-Profi-Zocker und ich bin in meinem Clan drin so. Und wir bringen da immer so zusammen so alle Leute um, die auf dem Server drauf sind. Und wir töten die halt alle. Und jetzt, wenn sie Job jetzt im Sinne von so beruflich, so wie das so andere Menschen so machen, die meiner Meinung nach keine Menschen, sondern eher Aliens sind. Das habe ich jetzt nicht so, weil ich finde, wie gesagt, hier, das reicht mir vollkommen aus. Ja. Vierte Frage. Hast du Freunde? Freunde? Jetzt in der Realität eher weniger, sage ich mal so, beziehungsweise also im Real Life nicht so. Aber das kann man auch so auch schon wieder nicht sagen, weil ich bin ja da im Spiel und wir haben da Teamspeak und Skype und da kenne ich dann doch schon so ein paar Leute so, mit denen ich da zusammen spiele, so in meinem Clan und das sind schon meine Freunde so. Ich glaube, die stehen auch immer ganz fest hinter mir und die würden mich jederzeit unterstützen. Und im Grunde genommen ist das wie eine Familie für mich, weil ich würde mal sagen, was gibt es Besseres wie einem ein Freund, ein Verwandter oder sonst was, der einem vor einem anderen Scharfschützen beschützt, also der für mich in eine Kugel springen würde. Ich habe quasi schon Freunde im Internet halt. Fünfte Frage. Hast du eine Freundin? Eine Freundin? Oh mein Gott, nein, Frauen. Nee, lass mal lieber. Die Frauen, die ich habe hier Pornos und nackte Frauen und Manga-Bilder und gelegentlich die fette Else, ich weiß nicht, ob kennt ihr die? Ja, die per Skype und dann zeigt ihr mir ab und zu mal so ihre Brüste und so und ich würde mal sagen, das reicht mir. Also eine Frau im Haus, das brauche ich wirklich nicht. Am Ende stört die mich dann. Ich hatte mal eine Freundin, eine Bekanntschaft. Und
ich würde mal sagen, die hat mich echt voll krass gestört, so in meinem Karma, so. Weil ich war da als am Zocken, ne? Und dann kam die als an und wollte irgendwas von mir. Sie sagte irgendwas von Romantik und Liebe. Also ich kann das echt nicht verstehen. Nein. Sechste Frage. Wie offen bist du gegenüber anderen Menschen? Naja, gegenüber anderen Menschen. Also wenn ich jetzt mit dem so im Teamspeak so rede, und der mir sympathisch rüberkommt, dann würde ich sagen, ja, dann verstehe ich mich mit dem gut. Allerdings würde ich nie was für andere Menschen tun, weil, also ich selber weiß ja, dass ich ein Mensch bin. Aber ich glaube, dass Aliens unseren Planeten schon längst überfallen haben. Sie sind unter uns und sie geben sich nur als Menschen aus. Sie sind eigentlich alles Aliens. Ich glaube, ich bin der einzige Mensch. Naja, vielleicht noch der Walter aus dem Teamspeak, weil der tut nämlich mit mir immer schön die ganzen Sniper kaputt machen oder diese blöden Leute, die da immer nur so rumstehen auf dem Server, ja, diese scheiß Camper oder so. Ja, also die töten wir halt immer. Also ich glaube, das ist auch noch ein Mensch, aber ansonsten, ich glaube, das sind alles Aliens. Also ich bin Menschen gegenüber quasi nicht so offen. Nein. Siebte Frage. Wie sieht es mit der Körperpflege aus? Körperpflege. Ja, was ist das? Also, wenn ich mich selber so betrachte und an mir rieche, dann bin ich vollkommen damit zufrieden. Ich weiß auch nicht so recht, was Körperpflege eigentlich ist. Weil im Grunde genommen ist es eigentlich nur ein Wort. Und ich meine, jeder hat schon mal im deutschen Duden geblättert. Da stehen eine ganze Menge Wörter drin und naja, wir brauchen nicht alle. Ich brauche so Wörter wie Camper oder Headshot oder Sniper. Oder welche, ich muss wissen, welche Waffen ich benutze, um welchen Feind ich damit ausschalten kann. Und naja, Körperpflege sagt mir jetzt eigentlich nicht so viel, nein. Achte Frage. Würdest du etwas an deinem Leben ändern wollen? Doch, was denn ändern? Ich hab doch alles, was ich will. Ich hab einen Computer, ich hab Pornos, ich hab eine Waffe und ich bin jetzt hier mit meinem, also das ist jetzt nicht das Spiel, aber ich spiele auch noch andere Spiele, sogenannte MMORPGs. Und naja, da hat man dann einen Charakter und den kann man dann so hochspielen. Und da bin ich schon ein richtiger High-Level und voll im Bar und alles. Und keiner kann mich ausschalten. Ich bin quasi so ein Übermensch. Man kann mich auch Gott nennen. Es macht eigentlich absolut gar keinen Unterschied. Also ich würde mal sagen, was soll ich an meinem Leben ändern wollen? Es ist perfekt. Der Inbegriff von perfekt. Also besser geht's nicht im Grunde genommen. Ja. Hiermit gebe ich wieder zurück ins Studio. Das war euer Dietmar Dummschwätz. Danke, dass Sie zugesehen haben und schauen Sie immer schön weiter RTL, damit Sie total verblöden. Tot. Wow, stopp. So also sieht uns RTL? Also, da ist doch irgendwas ganz schön verkehrt gelaufen. Man müsste eigentlich meinen, dass RTL ein paar Leute hat, die irgendwie Ahnung davon haben, was sie machen, Ahnung von ihrem Beruf haben, die da hingehen und Leute interviewen mit dem Wissen, ja, was sie eigentlich über Gamer haben. Aber offenbar hat RTL keine Leute, die irgendwelches Wissen über Gamer haben. Das sieht man definitiv an dem Ding, was sie da rausgebracht haben. Das hätte nie im Leben im Fernsehen kommen dürfen, was sie da gemacht haben. Da hätte doch mal irgendeiner auf die Idee kommen können. Hier ist es irgendwie, glaube ich, schlecht, sich mit den ganzen Zockern anzulegen. Wenn man mal bedenkt, wie viele Leute Computerspiele spielen. Also die haben sich im Grunde genommen mit der halben Welt angelegt. Das ist ganz schlecht für die, glaube ich. Mal abgesehen davon, was das für die Wirtschaft bedeutet. Wenn wir Zocker nicht wären, man muss sich überlegen, die Spiele kosten eine ganze Menge Geld. Die Spiele müssen produziert werden, die Spiele müssen programmiert werden. Es gibt Grafiker, die an den Spielen arbeiten. Sämtliche Firmen, die da irgendwas mit zu tun haben. Microsoft ist ein ziemlich bekannter davon, ja. Oder EA, sonst was, ja. Wenn es die Zocker nicht geben würde, ja, dann würde es eine ganze Menge weniger Arbeitsplätze geben. So weit muss man ja auch mal denken. Und im Grunde genommen ist es sehr schlecht, ja, dass RTL da meint, die ganzen Zocker quasi beleidigen zu müssen. Ich finde es persönlich sogar, es hat mich persönlich angegriffen. Und ich kann dazu einfach nur den Kopf schütteln im Grunde genommen. Ihr habt ja den
den Sketch gerade hier vorgesehen. Und ja, im Grunde genommen, ich glaube, dass RTL uns so sieht und auch bei den Aufnahmen, die da gemacht haben. Ich glaube, da ist so einiges irgendwie hinterher im Schnitt verdreht worden, glaube ich, aus Versehen. Ja, ich will da keinem was unterstellen, aber ist halt meine Meinung. Und schon allein, wenn ich mir das angucke, da kommt diese Studentin an, labert irgendwas in die Kamera, wovon sie keinen Plan hat. Ja, sie unterteilt die Gamer in verschiedene Kategorien. Ja, okay, mag sein, ist in Ordnung, man kann uns Gamer in verschiedene Kategorien stecken. Aber sie hat definitiv eine Kategorie vergessen. Ja, und zwar die Kategorie von Leuten, die eigentlich intelligent sind und die auch offenbar intelligent sind und die in der Schule gut sind oder an ihrem Job gut sind, kein Hartz IV beziehen und einfach ihr Leben leben und abends zur Abwechslung, damit sie ein bisschen runterkommen, ein bisschen Computerspiele spielen. Ich meine, was ist dabei? Ich meine, ich zähle mich selbst auch zu dieser Reihe von Personen, weil ich bin in der Schule relativ erfolgreich. Mache momentan Gestaltungs- und Medientechnik auf meiner Schule als Ausbildung. Bin da auch relativ gut drin. Ich werde danach später auch in den Beruf gehen. Ich werde eventuell davor noch studieren. Das werde ich noch zwischenschalten eventuell. Und ich spiele nebenbei auch Computerspiele und das hat mir auch nicht geschadet. Und also ich glaube, da ist echt was fehlgelaufen bei denen. Leute, wenn das jetzt einer von RTL sieht, ich will euch damit nicht angreifen, um Gottes Willen. Aber überdenkt einfach mal, was ihr da gemacht habt und ich weiß, ich habe den Beitrag gesehen, dass ihr euch entschuldigt habt im Fernsehen, aber ich meine, so eine lange Hasstirade und dann so eine kurze Entschuldigung, also da kann auch irgendwas nicht stimmen. Ja, wenn ihr mir zustimmt, schreibt einen Kommentar drunter, wenn ihr voll dagegen seid, was ich gesagt habe oder gegen meinen Sketch seid, keine Ahnung, schreibt es einfach unten in die Kommentarbox. Wenn ihr das Video gut findet, Daumen hoch, wenn nicht, hey, dann macht halt einen Daumen runter. Und yo, das war euer Phoenix oder The Tuner, wie auch immer ihr mich nennen wollt. Ja. Achso, genau. Und ich wollte noch ein was sagen. Danke, 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 danke zu meinen 3000 Abonnenten. Mittlerweile bin ich schon über 3000 Abonnenten. Ich habe mich riesig gefreut, dass als da vorne die 3 stand, ja, 3000 Abonnenten. Boah, ihr seid echt unglaublich. Ich finde es wunderbar, dass ihr mich so unterstützt. Und ja, ich hoffe, ich kann weiter auf euch zählen. Und ja. Bis dann, haut ab!